So, wir kriegen für das Fernglas jetzt nicht irgendwas Dolles. Ja, das war's. Hier ist die versprochene Belohnung. Okay, 5 Geweih ist fairer Deal dazu. Ja, ganz ehrlich sagen, ich quatsche mal den Falschen an. Okay, so langsam kriegen wir doch ein bisschen Kohle zusammen. Dann funktioniert das ja vielleicht. So, wir brauchen noch mehr von den Pilzen. Jo, das ist denn gerade für ein ekliges Geräusch? So, aber 12 Stück haben wir doch jetzt auf keinen Fall zusammen. 7 haben wir brauchen noch 5. Oh, jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Ich breche ins Essen. Wie viel Holz haben wir jetzt noch? 1. Geil. Können wir irgendwo... Wir können zumindest einmal pennen. Können wir dann noch irgendwo Holz fällen? Nee, oder? Können wir hier Feuerholz kaufen? Da zahlen wir 0,5 Gold pro Energiepunkt. Das ist okay. Ich habe gerade überlegt, in der Stadt können wir halt schlafen gehen. Ja, aber da zahlen wir 1 Gold pro Energiepunkt. Das ist halt nicht so der Hit. Oh boy. Total gut, wenn man jetzt irgendwas nebenher snacken könnte. Das Wildschwein da oben. Okay, jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Irgendwie habe ich sowas befürchtet. Ja, also hier so ein Multiregler wäre halt total gut. Einfach so ein, okay, 10 Nächte schlafen, danke. Also ich weiß nicht, wie die Entwickler sich das sonst vorgestellt haben. Ich meine, die müssen das Spiel doch auch... Naja gut, im Debug-Mode kannst du das halt alles überspringen, aber... Es ist halt so... Muss einem das nicht irgendwann klar werden? Also spielt man das Spiel nicht auch mal normal durch? Irgendwie? Um zu testen, ob das eigene Spiel Spaß macht? Also ich würde das auf jeden Fall machen. So, 111. Meinetwegen... Lass mich raten, wir müssen hier gleich noch eine Fackel anzünden. Natürlich. Okay, wir müssen auch gleich noch 5 Fackeln kaufen, glaube ich. Weil wir jetzt hier bei jedem Kampf gegen eine Fledermaus eine Fackel verbrauchen. Und jetzt keine mehr haben. Doch, haben wir noch eine. Okay. Oder verbrauchen wir die gar nicht? Nicht. Okay, voll gut. Da steht ein Bär. Was macht denn der da? Okay, die Heiltränke sind uns ausgegangen. Heiltränke sind uns nicht ausgegangen. So. Cool, da ist nichts drin. Toll. Hat sich voll gelohnt.
So, Bär ist platt. Dann landen wir jetzt hier oben, ja? Müssen gegen den nächsten Bären kämpfen. Oh Mann, sind hier irgendwo Pilze? Ich sehe keine. Die spawnen vielleicht, wenn wir das Ganze... Oh, hier können wir noch einen Busch klein hacken. Das ist ziemlich super. Pilze spawnen bestimmt, wenn wir die restlichen Viecher platt gemacht haben. Oh, noch ein goldener Fisch. Sehr gut. Achievement. Freut man sich auch irgendwie gar nicht mehr drüber. So, jetzt fehlen aber Heiltränke. Okay. Klauen wir da erst mal die Eier hier. Und dann gehen wir mal kurz hier hin und machen mal Heiltrank aus Kräutern. Offenbar nicht. Okay, wir brauchen rote Kräuter. Die. Nee, Moment. Können wir aus Beeren? Nein, immerhin. Okay, wir müssen. Wir müssen einfach mal ein paar Blumen absensen. Es hilft nichts. Hier müsste eigentlich noch was gewesen sein. Jawollo. Okay, dann haben wir jetzt auch mal einen Grund gehabt, hier alles abzuernten. Gehen wir mal zu Schwester McTavish zurück. Nein. Ach, wobei, können wir vielleicht auch machen. Wow, das war jetzt gar nicht mehr so viel. Davon gleich noch ein paar gemacht. Dann gehen wir mal wieder hier hin und greifen jetzt Horny Hornisse an. Und natürlich haben wir jetzt keine Fackel mehr. Alter. Was ist das Spiel so sehr? Ne? Aber zumindest haben wir jetzt, glaube ich, die Pilze zusammen. Jo, 12 Stück. Sweet. Dann gehen wir hier hin. Kaufen. Nee. Kaufen. Erstmal nur eine Fackel. Dann machen wir den Zaubertrank, der halt arschteuer ist. Möge er den nützen, er wird mir halt einen Scheiß bringen. Und dafür kriegen wir das halt. Weißt du, der Trank kostet uns 100 und wir kriegen dafür einen Rufpunkt und... Alter, der will schon wieder was. Und 75 Gold. Also das ist eine Quest, mit der wir halt rein effektiv einfach Verlust gemacht haben. Na, was jetzt? Alter. Der Einsiedler besaß einst einen wertvollen silbernen Stein, den er für schlechte Zeiten aufbewahrte. Banditen haben ihm diesen Stein jedoch vor einiger Zeit gestohlen und er hätte ihn gern zurück. Dann geh doch und hol ihn dir. Ja, natürlich ist der Dolch kaputt. Puh, das Spiel macht mich fertig, ne? Können wir hier oben jetzt nicht weiter. Hier ist jetzt ein Bandit, okay.
Und jetzt suchen wir den gleichen Müll nochmal und finden... Warte, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja, dein Stein. Ich könnte deinen Rat gebrauchen. Ich habe zwar in die Höhle gefunden, finde aber den Ausgang Richtung Berge nicht. Da ist ein Loch in der Höhlendecke. Irgendwie musst du dort raufkommen. Viel Glück. Wow. So großzügig der Mensch. Gut, dass wir noch ein Seil haben. Wie gut, dass wir schlafen müssen. Wie viel haben wir gepennt? Vor 10 Minuten? Nicht wenig, auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Sollten wir den Fuchs dann noch erlegen? Wahrscheinlich. Wir haben keine Pfeile. Schade. Dann erlegen wir den Fuchs erst, wenn wir dringend Geld brauchen. Also so in 5 Minuten. Ich finde es halt krass, dass das alles so verhältnismäßig knapp bemessen ist im Vergleich zu den Vorgängerspielen. Und also ich habe so das Gefühl, man kann sich hier dadurch, dass eben keine Sachen wirklich nachspawnen, glaube ich, tatsächlich an dem Punkt manövrieren, wo man kein Gold mehr hat, keine Waren verkaufen kann und keine Energie hat, was zu machen. Also ja, da muss man sich schon echt veranstellen, um das hinzukriegen, aber ich denke, es geht. Und das ist eigentlich nicht gut. Nicht für so ein Spiel. Wir spielen ja schließlich nicht Don't Starve. Voll spannend, ey. Hey Jungs, weckt mich, wenn's weitergeht, ja? So, dann das ist zwar nicht der Fuchs, den wir ursprünglich erschießen wollten, aber erschießen vor allem, als wenn wir eine Schrotflinte hätten. Na dann. Wie gut, dass wir immerhin eine Fackel gekauft haben. Das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis Schwert und Schild kaputt gehen, oder? Der Bandit guckt dir halt erstmal gechillt zu, während wir die Sachen da durchwühlen. Lässt sich dann auch noch volles Hund aus dem Maul hauen. Wow, nichts von Wert. Das ist halt eine Schatzkiste und da ist nichts von Wert drin. Wie viel Pöbel und Gesocks hier rumeiert, ne? So, wir brauchten den grünen Trank. Den können wir jetzt tatsächlich... Ich gehe mal einen zu hoch. Können wir tatsächlich hier herstellen, oder? Einen immerhin. Haben wir von denen nicht mindestens 8 Stück gesammelt? Wo sind die alle hin? Wir brauchen 10 Pilze, um einen so einen Trank herzustellen.
das war die falsche Höhle. Ich wollte eigentlich hier hin. Halt! Hier darfst du nicht weiter. Unseren Bezirk zu durchqueren wird dich etwas kosten. Dein Gold oder dein Leben. Die Banditen verlangen einen absurd hohen Preis, nur damit wir vorbei dürfen. Aber ich habe keine Wahl. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Eine weise Entscheidung. Los, geh schon, bevor wir unsere Meinung ändern. Jetzt, wo die uns nicht mehr zahlenmäßig überlegen sind, können wir den nicht einfach aufs Maul hauen? Wäre das eine Option? Psst. Hey du, hierher. Der Anführer der Banditen ist unruhig, als ob er vor irgendetwas Angst hätte. Er möchte mir etwas erzählen. Hast du das Gebrüll gehört? Das war ein Drache. Ich sage die Wahrheit, ich habe es gesehen. Das Banditenoberhaupt hat den Drachen selbst gesehen. Er fliegt oft zu seinem Unterschlupf in der Nähe. Wer jetzt, der Drache oder der Bandit? Ich brauche deine Hilfe. Der Anführer der Banditen hat einen Teil seiner Beute in den Bergen versteckt, genau dort, wo sich der Drache eingenistet hat. Er traut sich nicht, dorthin zu gehen. Wenn ich ihm seinen Schatz bringe, gibt er mir einen Teil ab. Entschuldigung, wenn wir den verkackten Schatz holen, dann behalten wir den bitte gefälligst selber und geben ihm den scheiß Schatz nicht. Kann man mal gepflegt die Stirn lecken, Alter. Natürlich ist die Sichel jetzt kaputt, was auch sonst. Wie könnte es auch anders sein? Zerbricht beim Blumenschneiden. Das sind sehr stabile Blumen gewesen sein. Okay, wir brauchen Heiltränke, es hilft nichts. Natürlich ist das Schwert kaputt. Was auch sonst. Keine Ahnung, ob wir es nochmal brauchen, aber ich gehe stark davon aus. So, sehr ein Schnäppchen. Holen wir noch eins. Kein Ding. Warum zerkloppen wir die Banditen nicht? Gibt es dafür einen triftigen Grund? Ich gehe mal pennen, ne? Weiß nicht, wie viel Energie wir haben, aber vermutlich nicht wahnsinnig viel. Oh, 29 hatten wir noch. Das muss doch irgendwie hinzukriegen sein, dass man sich hier weniger wie der letzte Arsch vorkommt, oder? So storytechnisch. Dass das halt mehr so ist wie, oh cool, ich finde hier den ganzen Kram und da kann ich halt ein bisschen Kohle mitmachen. Mit der Kohle kann ich dann was Sinnvolles anfangen. Oder ich kann mit den Gegenständen, die ich eh schon habe, halt irgendwem aushelfen. Aber so, ah übrigens, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber du bringst mir jetzt mal diese 18 Sachen, die kosten dich übrigens 500 Gold und du kriegst dafür 2 Kekse. Schönen Tag. Das ist doch kacke. Das ist keine entspannte Story, das ist Erpressung.
Hätten wir eigentlich noch eine Zweitsichel? Also der Trend geht ja zu Zweitsicheln, ne? Aber ich schätze, wir hatten keine. Ja, natürlich nicht. Warum auch?